Wo liegt Leverkusen? Richtig, Leverkusen liegt im Hochgebirge und in der Arktis. Eisige Kälte und dünne Luft, das gibt es nämlich alles gebündelt auf wenigen Quadratmetern in der sogenannten Werkstatt von Bayer 04 Leverkusen. Trainieren mit modernster Technik. Der gläserne Spieler, hier ist er wahr geworden in der schönen neuen Fußballwelt. Und was Sie jetzt sehen, sind wirklich ganz besondere Einblicke. Im Herzen der Bay-Arena, dem Leverkusener Stadion, befindet sich ein echtes Hightech-Zentrum. Leistungsdiagnostik, Fitnessstudio, Reha-Zentrum. Die sogenannte Werkstatt arbeitet nahezu komplett autark. Hier trainiert die Werkself, aber auch Top-Athleten wie NBA-Star Kobe Bryant waren schon hier. International hat das hier, glaube ich, schon europäisches Top-Niveau. Und wir sind stolz auf unsere Einrichtung hier. Wir haben die Sachen gut zusammengestellt. Und natürlich gibt es auch immer noch Bereiche, die wir vielleicht auch im Laufe der Zeit versuchen zu optimieren. Aber insgesamt haben wir ein Trainingszentrum gegründet, was wirklich auch in ganz Europa sich sehen lassen kann. Und das schon ein großes Aushängeschild ist. Kein Eintritt ohne Befugnis. Wer hier rein möchte, braucht einen speziellen Chip. Im dritten Stock der Arena befindet sich die 2200 Quadratmeter große Werkstatt. Individuelle Trainingssteuerung auf höchstem Niveau. Wir versuchen insgesamt, das Training zu objektivieren. Wir haben grundsätzlich alle einen subjektiven Eindruck. Es gibt auch erfahrene Trainer. Aber das natürlich mit objektiven Daten zu untermauern, hilft natürlich enorm. Das heißt, wir können das Training noch besser planen, noch besser steuern. Was die Blutabnahme betrifft, da messen wir verschiedene Belastungsmarker, um einfach zu gucken, wie reagiert die Muskulatur, wie reagiert der Stoffwechsel, wie reagiert das Immunsystem. Da gibt es verschiedene Parameter, die regelmäßig, saisonbegleitend, wöchentlich erhoben werden. Weniger als 3 Minuten dauert die Blutanalyse, dann steht das Ergebnis fest. Alles im grünen Bereich, kaum erhöht. Also von daher besteht jetzt überhaupt keine Bedenken. Wir können jetzt das Training ganz normal fortsetzen und muskulär sehe ich da überhaupt keine Probleme. Also ist alles okay. Auf dem Speedcourt im Untergeschoss der Arena testet Holger Broich Reaktionsvermögen, Handlungsschnelligkeit und Koordination. 10 Kontaktplatten verteilt auf einem kleinen Kunstrasenfeld. Vorwärts, rückwärts, seitwärts, schnelle Richtungswechsel, die im Profifußball oft über Sieg oder Niederlage entscheiden. Alle gesammelt und im Broichschen System archiviert. Je mehr Informationen